Servus, grüß dich, hallo, hier ist der Sven. Geplant heute Terraforming um den Kuhstall herum, alles ein bisschen aufhübschen, schöner machen und ein paar kleine Probleme der Map noch beseitigen. Zum Beispiel ist mir das letzte Mal aufgefallen hier dieses Gemüse, was hier rumsteht. Ja, ich weiß, ich sehe die Maus nicht, das ist nicht schön. Ich muss mal gucken, ob man das vielleicht irgendwann mal einstellen kann bei OBS. Falls ihr wisst, wie das funktioniert, gerne in die Kommentare schreiben. Ich weiß es nämlich nicht. Und dann, wenn du eh schon die Kommentare schreibst, dann kannst du mir auch gerne einen Daumen geben und wie immer, ne? Abonnieren bitte, ja? Damit du auch nichts verpasst, weil ich meine, das sind auch ein bisschen To-Do-Dinger und How-To und Schritt-Schritt-Erklärungen, schön langsam und gemütlich, parallel praktisch. Das kriegst du halt nun mal auch nicht überall. Also, pass auf, ganz einfach. Ich probiere jetzt mal hier mit Grün und ihr seht, das Zeug ist weg. Ist doch geil, ne? Also es geht scheinbar aber nicht alles weg. Wir mal gucken, wenn ich jetzt wieder was drüber mal. Ja, dann bleibt es stehen. Dann muss man halt vielleicht nochmal einen Busch hinsetzen oder so. Zack, da ist es weg. So, ich würde empfehlen, einen Busch hinzusetzen. Gerade bei der Map. Ich weiß nicht, warum das so ausguckt, wie es ausguckt. Aber ist ja egal, wenn man sich behelfen kann, ne? Braucht man ja nicht unbedingt hier den Modder bitten, ein Update zu machen. So, ein Busch aus dem Grund, weil ein Busch lässt sich einfach schneller wieder wegmalen. Was nehmen wir hier für Untergrund hier? Ich wollte mal gucken, wie das hier ausschaut. Ja, nö. Ist ja doch schon ein bisschen moderner hier, ne? Kann man ruhig mit Asphalt arbeiten. Ich bin am Überlegen, ob ich dieses Pflastern an meinem Hof hinbastel, weil das ist ja doch ein älterer Hof, dass man sagt, okay, vorne an der Farm lässt man das alt und hinten macht man das dann praktisch neu. Also mit hinten meine ich hier. Oh, hier ist noch was reingewachsen. Da müssen wir mal gucken. Das muss auch noch weg. Zack. Also praktisch diese alten Gebäude und so weiter. Ob ich da, wenn da noch nicht gepflastert ist, ob ich das dann so dahin mache. So, dann würde ich mal gucken. Oh, da sind innen drin sind auch noch welche. Habt ihr das gerade gesehen? Dann müssen wir mal aus dem Baumodus raus. Und vor allem aus dem Unimog auch mal raus. Und da gehen wir mal hin. Machen mal das Türchen hier auf. Tor öffnen. Zack. Ja, sag ich doch, da habe ich auch was gesehen. Also da muss ich mal. Das ist. Okay. Ja, nicht so toll. Aber muss mal gucken, ob wir das wegkriegen hier. Jetzt gehen wir ein paar Meter weg. Drehen wir mal die ganze Sache hier. Dann müssen wir hier wirklich mal gucken, ob wir hier einen großen Busch hier reinbekommen. Und ich hoffe auch, dass ich den auch wieder wegbekomme. Mal gucken. So. So. Dann wieder malen. So, hat es gereicht? Ah, ich glaube, das schaut gut aus. Machen wir aber trotzdem nochmal eine Begehung. Ob das denn hier alles passt hier? Jawohl, passt. So, wie springe ich jetzt hier wieder? Ah, hier, genau. Das ist dann die 2. So, dann gucken wir mal hier drüben. Da ist auch noch so, ich so dieses Gemüsezeugs. Das muss auch noch weg hier. Kann man hier das Tor? Dann wird wahrscheinlich das hier zugehen. Nee, das geht auf. Gut. Oh, das ist natürlich mittendrin statt nur dabei. Da müssen wir mal gucken, ob das auch, ob wir das wegkriegen. Ich weiß auch nicht, was das für komische Texturen sind. Ich habe da ja auch am Hof, am Farmhaus auch schon mal rumprobiert mit einer Fräse. Und da gibt es auch Dinge, die kriegst du halt mit der Fräse auch nicht weg. So. Jetzt malen wir dann hier einfach das wieder weg. Dann nehmen wir aber gleich mal vorzugsweise grün. Größer. So, genau. Zack. Weil im Endeffekt kann man ja unten drunter einfach unter den Stall wegtexturieren. Das ist ja größtenteils im Stall dann weg. Auch bei anderen Gebäuden funktioniert das ja tadellos. Man sieht, ich habe nur gesehen hier am Anfang, hier wo man normal die Viecher hier reinlässt. Also hier. Ah, ja, jetzt muss ich wieder über. Hier zum Beispiel, da geht die Texturierung auch rein. Aber das ist egal, da kann man ja noch was hinbasteln, dass es passt. So, hier können wir stehen lassen. In der Halle drin müssen wir auch noch mal gucken.
Die haben wir das letzte Mal auch hingesetzt. Passt. Dann haben wir denn noch das Kräuterich, das weg muss. Hier mitten auf der Straße, das Kräuterich muss weg. Das Kräuterich, dann werden wir das hier auch mal wegtexturieren. Das Kräuterich muss weg. Matsch. Matsch ist immer schön. Hier geht natürlich nicht, ja. Herr Wiedel, nein, das geht nicht. Man muss hier schon Büsche setzen, ne? Hier, wegtexturieren hier. So einfach geht das nicht. Dann wieder ein bisschen Matschi-Platschi drüber. So, fertig. Alles klar, das hier, kann man, nee, ist auch blöd. Das hier muss auch weg. Ist jetzt gerade egal, ob Asphalt oder nicht, wird sich dann eh noch alles ein bisschen ändern. Weil wir wollen das ja heute hübsch machen. Ne? Wir wollen das ja heute hier schön texturieren. Eventuell noch ein bisschen Terraforming betreiben, falls es noch nicht ganz passt. Wie man sieht, ich bin auch schon mal Probe gefahren. Hier hinten zum Beispiel so Ecken, Kanten noch wegmachen, die sind einfach unschön, die kann man wegmachen. So, aber ich glaube, das war's mit dem Kräuterich. Ja, genau. Also ich finde es schon irgendwie schön hier. Muss man echt gucken hier, das, was ich mir hier reinzimmer. Ich habe zuerst gedacht, vielleicht ein bisschen zu, aber schau doch, es implementiert sich doch schön hier rein. Hier haben wir noch einen Gulli, da könnten wir zum Beispiel noch so ein Waschteil hier hinstellen. Habe ich da nicht was? Zum Kfz-Waschen, also zum Traktor-Waschen und so. Ist bestimmt unter Tools. Ja, hier, Kercher, Waschplatte, geil. Ach so, das ist nicht ganz eben. Müssen wir uns das mal angucken hier. Die Höhe, die würde ja passen. Nicht tiefer texturieren will ich nicht, höher texturieren eher. So, wenn die Waschplatte ist, so hier vielleicht. So. Kann man ja dann alles noch ein bisschen anpassen. Wir sind da ja flexibel. Das ist ja das Schöne hier dran. Selber gemacht ist oft einfach schöner, ne? Als einfach nur fertigen Hof nehmen und dann mir passt das. So, das haben wir. Objekt drehen war so. Ein bisschen zurück. So, dann können wir. Aber das war vielleicht ein bisschen zu schnell gesetzt. Mal gucken. Ja, gucken wir uns das mal an. Vielleicht, weil ich weiß noch nicht genau mit dem Ablauf. Mit dem Gulli. Oh, komm, das haut hin. Ah, komm. Sind wir nicht päpstlicher als, ne? Gott hab ihn selig. Hier, passt. Da wollte ich jetzt nicht hin. Dahin. Ja, lass mal. Passt, oder? Läuft. Hier, Trecker sauber machen. Ich habe nur gedacht, hier hinten dieses Röhrchen da hinten dran, ob das nicht an irgendwas rangebaut werden muss, aber das ist ja praktisch nur ein Auspuff. So in der Art. Hier schön mit Wasserleitungen. Oh, ist schon ein schönes Ding. Gibt es übrigens auch im Mod-Hub, so wie vieles andere auch. Ne? Steht auch unten in der Beschreibung, steht drin, wie man hier auf den LS kommt. Und da gibt es dann den Mod-Hub, da kannst du dann gucken. Hier, Waschplatz. Ja. Aber der ist auch ein bisschen schräg reingebastelt hier. Das ist nicht ganz gerade hier. Und da muss man noch ein bisschen anpassen, weil irgendwie ist die Textur recht dünn. Na gut, dann würde ich sagen, hier tun wir noch ein bisschen, ich sehe schon, ich verfummel mich heute wieder. Ein bisschen hoch, jawohl. Schön, da noch ein bisschen hoch, jawohl. Hast du gesehen, dann haben wir noch ein bisschen viel. Ein bisschen wegnehmen, damit die Ecke schön sieht. Wunderbar, so. Dann malen nach Zahlen. Hier drüben alles grün, ne? Weil hier wollen wir keinen Beton. Die Büsche bleiben stehen, das ist gut. Hier können wir das auch so lassen. Dann können wir hier in den Waldboden, weil man nicht Dreck. Dreck ist immer gut. Dreck hier ist schön am Rand ein bisschen ran. Jawohl, hier an der Kante noch ein bisschen Dreck. Also ein bisschen Dreck hier im Mund, wa? So, Dreck hier, zack, hier auch noch ein bisschen Dreck hier, ne? So, schön Dreck. Weil nicht ausschauen, als würde alles hier irgendwie geleckt neu gebaut sein. Hier geht ja gar nicht. Dann vielleicht hier noch so ein bisschen. Ah, schau doch schon.
bravourös aus. Sehr schön. Okay, dann gehen wir weiter hierher. Ja, entweder Asphalt oder Beton. Was haben wir denn hier für eine Textur? Ist das eine schöne Textur? Mal gucken. Vielleicht kann man es ja auch ein bisschen mit Schotter, weil der Schotter ist ja auch recht hell, ein bisschen kombinieren. Dann schaut es vielleicht nicht mal so schlecht aus. Muss ja auch sagen, hier drüben zum Beispiel, der Fütterungsroboter, der hat da hier auch so seine Tour, dass er praktisch hier reinfährt. Also hier auch am Kramer vorbei und hier rein. Das muss ja auch irgendwie einfach nur auf den Dreck gestellt, ist jetzt auch doof, ne? So, aber wir haben, was haben wir denn überhaupt alles hier? Was haben wir denn hier alles? Wir haben den Dreck, wir haben den Asphalt. Machen wir doch mal hier eine Probemalung in der Sonne. Ein bisschen größer. Wir haben das. Wir haben das. Das ist der Standardasphalt wieder. Dann haben wir noch das. Dann haben wir Steinchen. Beton. Schotter. Na gut, und Fels ist eigentlich egal. Ah ja, hier genau nochmal kurz hier. Dreck. Ist das Standarddreck? Ich glaube, das ist wahrscheinlich der Standarddreck und das hier wird der Standardmatsch sein. Sehen wir gleich, wenn Tierabdrücke drin sind im Matsch, dann ist es der ganz normale LS Standardmatsch. Ja, da sind Tierabdrücke drin. Dann ist das hier der ganz normale Dreck. Das heißt, hier mehr mit dem Dreck arbeiten auf dieser Map. Und dann haben wir hier. Ja, hier ist ein bisschen. Das schaut gut aus. Das gefällt mir irgendwie. Schaut ein bisschen aus wie dreckiger Beton. Oder alter Beton. Und hier neuer Beton. Also das heißt. Wenn mich nicht alles täuscht, müssen wir hier auf der hübschen Fichteltal das hier nehmen. Und das hier. Und der Übergang sollte eigentlich recht nett sein. Ja, würde ich sagen, ne? So, das eine ein bisschen an den. Hier dieses helle, wo man halt. Und das dunkle ein bisschen mehr befahren. Und der Asphalt, na gut, ist der Standardasphalt. Der gefällt mir nicht so. Aber hier, die Kombination ist schön. Da kann man schön mitarbeiten. Zwischendurch immer mal die Arbeit speichern. Aber hier dieses Pflaster ist auch hübsch. Also, das mache ich am Hof hin. Das ist toll. Das gefällt mir. So, also hier, das Grünzeug hier drüben muss natürlich auch weg. Das heißt, wir malen erstmal hier schön. Ein bisschen größer darf es sein. So. Ja, wo sind wir da? Ah ja, hier kommen wir nicht ganz ran, wegen dem Objekt. Jetzt ist die Frage, machen wir das hier ein bisschen, den Übergang ein bisschen mit diesem Asphalt hier, dass es hier zusammenpasst. Dann machen wir nämlich hier ein bisschen gröber das Ganze. Dass wir da auch schön rankommen. Es ist ganz schön zickig hier. Aber ich glaube, das war immer so. Das ist normal. So. Jetzt haben wir erstmal hier dieses Standard. Jetzt müssen wir hier ein bisschen Dreck noch in die Ecke bringen. Dann muss ich mal gucken, wie wir das machen. Ups. Ein bisschen Dreck hier. Ein bisschen, ja, das geht gar nicht. Da kommt man nicht so nah ran hier. Da muss man wirklich ein bisschen gröber arbeiten. Hier noch ein bisschen Dreck, würde ich sagen, an die Kante und hier. So. Und jetzt nochmal mit Beton hier. Kann man ein bisschen kleiner jetzt machen, theoretisch. Ah, da können wir jetzt den dreckigen Beton nehmen. Da können wir jetzt hier das hier nehmen. Oder war es das hier? Ne, das ist Standard, dann war es das hier. Genau. Dann können wir hier das hier nehmen. Und vielleicht auch die Form ändern, dass ich nicht, in dem Fall nicht alles so rechteckig ausschaut. Die Pinselform ist die V. Da können wir ein bisschen. Ah, hier kommen wir aber schon gar nicht gut hin. Dann müssen wir halt hier ein bisschen so. Und hier noch ein bisschen so. So. Also wie man sieht, man muss immer ein bisschen in Schichten arbeiten, wenn man das dann hier an solchen
wie soll ich sagen, wo man nicht ran kann. Ich habe zwar Texturieren überall aktiviert und keine Ahnung, aber das liegt halt dann immer manchmal am Objekt einfach, dass es nicht geht. Ich sage mal so, das ist jetzt kein Beinbruch, man muss halt nur wissen, wie tut man es. Deswegen sage ich ja immer, so leid es mir tut, man muss halt die Videos halt doch ganz angucken, ne? Und nicht einfach nur 2 Sekunden zuschalten und, ich kenne ja schon, das ist ja Kacke. Geh weg. So. Gut, dann hätten wir das hier. Dann gehen wir mal hier rum. Dann steht hier natürlich der Freund hier im Weg. Ja, schau doch ganz hübsch aus. Zumindest es geht ja jetzt erstmal hier erstmal um diese kleine Einfahrt, um den ersten Meter. Den Rest, den kann man ja dann frei texturieren, wie man möchte. Na, wie man sieht, ein bisschen Unebenheiten sind auch vorhanden. Das liebt ja der Sven, ne? Nur nicht alles so plan und glatt und keine Ahnung. So, dann gehen wir mal hier wieder in die Baumodus. Ein bisschen Winkel, so. Landschaftsbau, malen nach Zahlen, Beton. Ah ja, genau, hier kommt man komischerweise mit dem Texturieren rein, ne? Da habe ich ja schon mal versucht, irgendwelche Pflanzen reinzubasteln und Büsche, aber das ist einfach zu eng. Das überträgt sich dann meistens irgendwie nach innen. Kann ich mal kurz zeigen. Ich weiß nicht, ob ich das auch schon mal gezeigt hatte. Obwohl das Gras könnte eventuell gehen. Das probieren wir jetzt mal aus. Das heißt, ich stelle mich mal. Dann gehen wir mal hin. Dann nehmen wir mal hier ein. Nee, ich will es nicht verkaufen hier. Immer jedes Mal wieder das Ding hier verkaufen. Das ist toll, das wird nicht verkauft. Extra hingestellt hier. So, dann nehmen wir den Kreis mit V. Also, wenn man sieht, man kann das hier so ein bisschen reinbasteln. Man muss nur aufpassen, dass das nicht gar so sehr hoch dann hier reinguckt, weil man sieht es hier hinten so ein bisschen durch, aber es ist nicht so schlimm. Jo. Ich würde sagen, dann machen wir 2 Videos draus, weil das wird irgendwie alles ein bisschen zeitaufwendig. Hier kommt man gar nicht hin, das heißt, wir müssen hier ein bisschen. Hier schaut es noch nicht durch, jawohl. Und hier mal ein bisschen reinglotzen und gucken, dass wir hier schön weit runterkommen. Also, Büsche würde ich hier nicht empfehlen. Weil das wird dann einfach. Es schaut dann einfach in die anderen Objekte mit rein. Wenn es hier so ein bisschen auf den Deckel hier drauf guckt, vor der. Das ist ja nicht so schlimm. Ne? Gras darf ja mal ein bisschen drüber wuchern oder so. So. Dann schaut doch das schon hübsch aus. Ah, guck, da sind wir schon angekommen hier am Ende. Hier würde ich auch sagen. Da machen wir Dreck. Vielleicht wollen wir hier mal was abstellen. Auf jeden Fall kein Beton, weil das macht keinen Sinn. Ein bisschen Dreck hier und ein bisschen so und hier ein bisschen rum. So. Das war ja bloß die kleine Übungsfläche. Dann können wir hier auch wieder ein bisschen grün machen. Hier können wir ja bis zum Rand hin. Das ist ja nicht das Problem. Dann ein bisschen Gras muss hin, ein bisschen Gras. So, hier rum. Gucken, wenn wir am Rand sind, dass es hier guckt ein bisschen raus und nur aufpassen, dass es nicht zu viel rausguckt, sonst muss man das auch wieder wegtexturieren. So. Dann machen wir hier ein bisschen größer das Malen. Und schmeißen hier noch ein paar kleine Büsche hin. Ja, dann schaut er doch schon mal ganz hübsch aus. Dann können wir hier trotzdem mal ein bisschen mit. Das heißt, hä? Ja, habe ich da die falsche Textur vorgenommen und habe es nicht gemerkt, oder was? So. Dann haben wir doch hier noch irgendwo den Schotter. Schotter.
Schau doch da. Machen wir wieder ein bisschen rund. Hier. Da noch ein bisschen Schotter am Rand. Da wollen wir ja dann ein bisschen Beton noch hinklatschen. Hier runter, das wird dann ein anderes, das nächste Projekt, das ich eigentlich gar nicht so gedacht hätte, dass das alles sich so ein bisschen in die Länge zieht, aber das hilft halt nichts, ne? So, hier am Rand noch ein bisschen Dreck. Schaut immer nicht so schön aus, wenn hier der Asphalt direkt ins Gras reingeht. Es schaut immer aus, als würde es aus dem Asphalt raus die Grashalme rauswachsen. Das finde ich jetzt nicht so tolle. So, dann hier. Oh, hier geht's auch. Hier müssen wir mal gucken, ob wir hier Terraforming hier. Weil wenn wir hier dann später hier Milch abholen zum Beispiel, ich meine, ich habe es zwar automatisch laufen, aber das kann man dann irgendwann später mal noch machen. Weil eigentlich, ich habe das so gemacht, so wie früher im LS, dass praktisch, ganz früher war es ja so, ich habe es glaube ich schon mal erklärt. Da kommt dann irgendwann zu früh um, keine Ahnung, 6, 7. Kam früher in den früheren LS immer der Milchlaster und hat einfach das Zeug abgeholt. Das gibt es ja nicht mehr. Jetzt musst du es entweder selber wegfahren oder du hast einfach eine Mod. Wiederum auch wieder auf dem Mod-Hub gefunden, die dir einfach hier das ganz normal verkauft wie früher. Allerdings halt jetzt kein Spitzenpreis, sondern halt der normale Preis. So, jetzt ist die Frage, was willst du tun? Ne? Willst du die Milch selber wegfahren? Kannst du wahrscheinlich ein paar Cent mehr verdienen? Oder sagst du, nö, möchte ich jetzt so nicht, ich will es automatisiert. Also ich habe das meistens so gemacht, dass ich die dann einfach nur aus dem Grund, auch weil es keinen schönen Milchanhänger irgendwie gibt. Ich habe dann nichts Ordentliches gefunden, außer dem MK32 und der ist irgendwie, weiß ich nicht. Da bringe ich es lieber nicht weg und lasse es. Ja. Aber mal gucken, vielleicht ist es ja auf der Map anders. Und wenn es hier auf der Map anders ist, dann baue ich hier noch eine schöne Abfahrt ran, dass man hier unten dann wieder auf dem Feldweg rauskommt. Aber bis dahin gibt es das nicht. Bis dahin ist dann praktisch hier Schluss mit lustig. Ah, hier ist schon dreckig, das ist schön. Dann malen wir hier noch hier den Hügel noch grün. Hier hinten, dieses mit dem Beton ist am Rande hier, das ist ja eigentlich ganz nice, ganz hübsch, das kann man so lassen. Hier ums Gebäude außenrum, das ist ja auch so, dass man heutzutage die Dinger, die stehen ja meistens auf Kies oder sonst irgendwas. Aber da der Schotter hier gar so hell ausschaut, muss man halt mal Kompromisse machen und das Ganze ein bisschen anders gestalten. Dann wird halt dann der Beton dann genommen. Ja. Ach, hier haben wir noch eine andere Textur, die können wir auch mal zwischenrein noch mitnehmen. So. Dann pflanzen wir ein bisschen Wiese noch hierher. Schaut, keine Ahnung, ob die mal wächst oder so. Hier texturieren wir auch mal drüber, das ist jetzt nicht so schlimm. So. Ach, mit Wiese geht es jetzt auch wieder größtenteils weg. Ja, was jetzt? Manchmal geht es weg, manchmal geht es nicht weg. Das macht mich wahnsinnig, hier dieses komische Zeugs. Da gehen wir auch ein bisschen rein. So, ja, ein bisschen wie Malen nach Zahlen hier. Und dann gibt das Ganze doch schon ein schönes Bild hier. Da gehen wir mal hier ein bisschen größer. Machen wir bis hierher. Sehr schön. Dann hier hinten rum. Ja, das hier können wir auch noch ein bisschen schön grün hier, so ein bisschen rüber, so ein bisschen da, so, da ist eh braun, das passt. Sehr schön, Pflänzchen anpflanzen, ob pflanzt ist. Ja. Gibt ja leider nur die Wiese, das hier hätte ich auch gerne hier, diese Texturierung.
Aber gut, alles nicht so schlimm, ne? So, dann ein bisschen pflanzen. Und dann gibt das doch schon ein ganz schönes, natürliches Bild. Als würde das doch schon länger hier so rumstehen. Würde ich mal sagen. Und wenn man später mal was anderes vorhat, dann kann man das ja auch mal gerne tun. Ne? So, hier, wie der Frank gesagt, am Ranger Nord, da müssen ein paar Büschi. So. Das werde ich jetzt nicht übersetzen. So, bis hierhin. Würde ich mal sagen, auf der Seite können wir ja auch noch ein bisschen verbuschen. Und hier hinten rum, da ist noch gar kein Grün weiter. Dann machen wir erst noch ein bisschen Wiese. Ja, gibt ja nicht mehr zur Auswahl. Heilandsack. So, hier auch noch ein bisschen schön Wiese. Hier kommt noch ganz viel Wiese hin. Dann machen wir hier noch ein paar Büschchen. Die können ja ruhig ein bisschen reingucken in den Zaun hier. Das macht ja nichts. Das ist ein Kuhstall mit Auslauf. Schade, dass man den hier nicht irgendwie so texturieren kann, dass man den Auslauf einfach verdreifachen kann. Sonst würde ich hier einfach die ganze Wiese hier noch für Kühe benutzen, weil es ist ja ein bisschen ein umgemoddeter Stall. Da passen ja 240 Viecher rein. Also ist denn schon hier jetzt nicht ohne, ne? So. Bäume setze ich jetzt keine. Auch weil ich einfach nicht weiß, wie das dann irgendwann mal umgestaltet wird hier in der Mitte oder ob das jetzt alles schon so passt. Hier würde ich sagen, machen wir noch einen Zaun hin. Einen Zaun. Nehmen wir den da. Mal gucken. Ja, bis hier hin. So, dankeschön. Zaun. So. Ja, kann man so nehmen. Hat einen Haufen Asche gekostet, aber das ist egal. Landschaftsbau übrigens kostet bei mir nichts. Bodenterraforming auch nicht. Dafür gibt es auch extra Mods im Mod-Hub. Wahrscheinlich leider nur für die PC-Leute. Aber es ist halt leider so. Weil es sich hier um ein Skript handelt und Skripte werden von den Konsolen oft nicht unterstützt. Und das ist nicht so toll, aber lässt sich halt nie ändern. Ne? Aber dafür gibt es ja bestimmt irgendwelche Money-Cheats oder sonst irgendwas, dass man sich dann halt trotzdem mit künstlich erzeugtem Geld einfach dann, also ich würde es dann bei der Konsole ehrlich gesagt dann so machen, ich würde mal Geld draufpacken. Weil, sind wir mal ehrlich, der Bauer ist genauso wie der Helfer und so. Der Bauer macht zu viel selber. Ja? Kann mir oft keiner weismachen, dass das hier, dass es so teuer ist. Ne? Also ich finde es teilweise hier echt überteuert, manche Sachen. In-game natürlich. Das Spiel selber ist ja nichts überteuert, also das ist okay. So, hier noch ein paar hübsche Büschchen hingesetzt. Zack. Dass es ein bisschen natürlicher wirkt, alles hier. Schön, gut. Dann hätten wir das. Dann würde ich mal sagen, hier noch ein bisschen. Ja, die Zeit rennt, ne? Schon wieder eine halbe Stunde hier vermeiert. Jetzt bin ich hier schon wieder da beim Verkaufen. Ich will das nicht verkaufen. So. So, ach ja, da wollten wir eigentlich Beton machen, denn
das hier ist ja praktisch dann. Jetzt steht er wieder im Weg hier, oder was? Da müssen wir halt drüber texturieren. So. Denn das hier ist ja praktisch auch die Einflugschneise hier für unseren Roboter. Und die sollte dann natürlich schon passen, ne? Also es ist dann, wäre dann blöd, wenn wir hier die Einflugschneise dann irgendwie anders texturiert oder so. So, noch ein bisschen, nicht Matsch, Dreck. Dreck wollen wir haben, kein Matsch. So. Ein bisschen Dreck kann man schon hinbasteln hier, so. Soll ja ein bisschen natürlich ausgucken. Hier das Gesteingefummel hier drüben, da bin ich mir noch nicht so sicher, ob das so tolle ist. Obwohl, man kann eigentlich hier schon ein bisschen mitarbeiten. Wieso nicht, ne? Dann ist hier hintenrum halt einmal nur Geschotter dann irgendwann. Genauso wie hier. Da kommt übrigens dann die Gülle raus. Dann können wir hier am Eck wieder ein bisschen hier... Tja, das gefällt mir hier nicht. Schau, genau das hier ist die Kacke hier. Das ist nicht schön. Das geht so nicht. Das muss wieder weg. So. Dann kann man hier auch ruhig, hier wo diese Abladestation ist, ausnahmsweise mal ein bisschen mit Matsch arbeiten. Ich hätte auch gern diese Wassertextur hier irgendwo, aber leider funktioniert das scheinbar nicht. Das wäre noch cool, weil die Wassertextur ja, wenn du mit dem Trecker drüber fährst, sich auch so ein bisschen verhält. Ne? Und das, finde ich, ist dann schon toll. So, da haben wir hier noch ein bisschen Dreck. So. Bis hierhin und nicht weiter. Dann würde ich sagen, machen wir Schluss für jetzt, für heute. Hier noch ein bisschen. Und dann geht es beim nächsten Mal weiter. Jetzt gucken wir uns das aber trotzdem nochmal an. Hier ist mir nämlich noch ein bisschen zu wenig Dreck. Es soll ja alles ein bisschen wirken, als hätte man hier schon mal ein bisschen gearbeitet. Und nicht hier, als wäre alles so künstlerisch hingeplatscht. Jetzt gehen wir erstmal hier raus. Tun mal speichern. So, jetzt gucken wir mal. Ja, hier ist auch ein bisschen drüber, aber ich glaube, das texturiere ich später nochmal weg. Jetzt gucken wir uns das ganze Ergebnis doch mal an hier. Also ich finde, es schaut schon sehr hübsch aus. Da ist hier noch eine Kante drin, die muss noch weg. Weil wenn das hier so eine Wassertextur ist, Wasser fließt bekanntlicherweise jetzt nicht unbedingt so nach oben. So. Jetzt tun wir hier noch ein bisschen drüber. Meiern, jetzt gucken wir mal. Ist das jetzt besser? Ich denke. Ja, da ist hier noch so ein Hubbel. Warum ist da so ein Hubbel? Wollen wir da noch ein bisschen hier rummachen? Wollen wir hier noch rummeiern hier? Ein bisschen glätten. Ein bisschen größer glätten. So. Ja, müssen wir mal gucken. Aber ich glaube, das schaut so ganz gut aus. Packen wir uns mal rein. Machen wir mal eine Runde hier, ne? Gucken wir uns das mal an, was wir hier fabriziert haben. Wenn mir das nicht gefällt, dann texturiere ich das einfach nochmal um. Also hier muss ich noch ein bisschen was machen. Das hier können wir soweit lassen. Jo. Ist soweit ganz hübsch, würde ich sagen. Ein bisschen eine Delle noch mit drin, ein bisschen... Jo. Machen wir das nächste Mal weiter, ne? Der Sven sagt Tschüss, bleiben Sie am Apparat, abonnieren Sie mich, liken Sie mich, kommentieren bei Fragen. Beim nächsten Mal texturieren wir einfach hier noch den Rest durch. Ja, wird auch ein bisschen dauern. Bis zum nächsten Mal. Let's play mit Sven. Ciao, ciao, bye, bye.